Schwein! Ich freue mich schon, dass dich der Satan holt, du Sautreppe. Du sollst verrecken, du Scheißkerl. Dem Film sind. Ja, eigentlich sehr sommerlich angezogen. Na, sommerlich nicht. Das ist im Winter dann schon gewesen. Ja, ist im Herbst. Ja. Stacheldraht? Ja. Wenn man das nicht weiß. Ja. Ist Lehrer und sie ist eine Verliererin und die Tochter ist am Verwaltungsgericht. Okay. Sie können kommen. Familie Chiron, schönen guten Tag, Sie Intriganten. Sie fahren eine Dreckmühle. Ich werde Ihnen was sagen. Sie sind, was sind Sie? Eine Intrigantin? Für die Familie Chiron sind Sie, wie nennt man das so schön? Eine Alte. Eine richtige Dreckalte. Montag, 1 Uhr 36. Herr Schäfer, schönen guten Tag. Hier ist Horst Chiron. Sie haben auf der Straße rumgeschrien. Unter Zeugen. Bist du nicht korrupt, Chiron, kommst du zu nichts. Sie haben sich selbst eine Schlinge gezogen. Wenn Sie uns noch einmal anrufen, dann gibt's richtig Ärger. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, wir sind nicht lesbisch, wir sind nicht schwul und wir sind auch keine Singles. Hm? Und korrupt sind wir auch nicht. Wir sind ehrliche Leute. Jetzt werden wir schon von Ihnen in der Nacht angerufen. Ist ja eine Unverschämtheit. Aber Ihnen wird geholfen werden, Herr Schäfer. Da können Sie sich drauf verlassen. Und Frau Stammert. Fahren Sie ruhig im offenen Wagen. Das wird schön sein. Ich kann es nicht fassen. Wir werden hier angerufen von Ihnen in einer Art, einer Dreck. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Familie Chiron und die Knastbrüder wissen über Sie Bescheid. Das ist nur ein Hinweis, keine Drohung. Familie Chiron, sollten Sie uns noch einmal anrufen und belästigen, Sie Lesbe, und Sie Schwule, Tag und Nacht werden wir angerufen. Lassen Sie das. Jetzt ist er da, jetzt ist er da, jetzt ist er da. Das wird Ihnen noch leid tun. Jetzt ist er da. Angenommen, der ruft am Tag 20 Mal an, ja, und immer böse Wörter. Und dann weiß ich nicht weiter, rufe ich zwar die Polizei an. Und die Polizei sagt, ja, schalten Sie das Telefon ab. Also beim Herrn S. ist das Telefon, ist das die Waffe. Dann tyrannisiert. Ja, er ruft die anderen, angenommen alle an, vor allen Dingen die etwas älteren Herrschaften, so um 80, 85-Jährigen. Und ja, beschimpft die ganz böse, ja, das kann man eigentlich gar nicht so sagen, wie er die nennt. Und wir leiden alle und die meisten haben auch Angst. Und es ist nicht getan, dass der Herr Chiron jetzt, das wollten wir eigentlich auch gar nicht, in dieses Gefängnis bzw. JVA, das schreit er ja laufend, geht, sondern er müsste in Psychiaterbetreuung, ja, wo er Medikamente kriegt, vielleicht über ein Jahr. Und das wäre besser, als wie wenn er ins Gefängnis kommt. Da wäre uns allen geholfen.
Also ich würde sagen, der hat eine geteilte Persönlichkeitsstörung. Ja? Und alles, was er macht, alles, das schiebt er erst alles auf die anderen. Dass die anderen das machen, sonst mit unseren Anrufen, wir sind die Einzigen, die noch die alten Nummern haben. Und da ruft er an und sagt, rufen Sie mich nicht laufend an. Ja? Wir rufen nicht an. Wir waren. Warum lassen Sie sich denn nicht einfach eine Geheimnummer geben? Das wäre doch viel einfacher, oder? Ja, nein, aber so können wir besser beweisen, dass was eben halt Sache ist. Ne? So könnte man vielleicht mal hieb- und festmachen. Und da soll ja auch ein Gesetz rauskommen. Ja. Er hat eine Kehrschaufel, wo so ein Besen mit bei ist, dem Herrn D. auf die Brust geschmissen. Und dann schmeißt er Tomaten auf die Straße, ja, oder Äpfel. Und ja, eigentlich alles. Und wir hatten Besuch, das schmeißt er mit Eiern. Das haben wir auch Anzeige. Der Waren wurde dann weggebracht zur Reinigung. Und das Verfahren läuft noch. Ja, also ich kann nur sagen, wenn das nicht mein Haus hier wäre, was ich vor 30 Jahren mit meinem Mann aufgebaut hatte, würde ich wegziehen. Die Wohnqualität ist hier oben gesunken. Und ich glaube, ich könnte das Haus verschenken. Es wird es keiner nehmen. Ja, da war ein großer Haufen Hundekot draußen. Bei uns vor der Haustür, den dann da lag. Und ich wohne so lange, das hat noch nie einer hier gemacht. Ne? Und ja, der Herr S. ist wirklich böse. Und die eigene Frau sagt, die können in Urlaub fahren, er ist so lieb zu ihr, was wir alle nicht glauben. Er kommt hierher, kommt nur um die Ecke, da ist er voller Hass. Voller Hass. Und er braucht nur einen zu sehen, dann bildet er sich ein, der denkt über mich oder die denkt über mich und dann fängt er an mit seinen bösen Wörtern. Er ist dran. Ja, schlimm. Ich kriege Herzkloppen, ich kriege Bauchschmerzen und dann ist ja die Nacht rum, wenn 3.45 Uhr angerufen wird. Ja? Oder er schreit, stammert, ich schmeiße eine Polizeibombe ins Wohnzimmer. Da habe ich so eine Angst gehabt, da habe ich die Polizei angerufen. Ich sage, was ist eine Polizeibombe? Der hat, ja ganz anders, oder? Der hat mehrere Gesichter. Mehrere Gesichter hat er. Also das ist ein Schauspieler, da kann man wirklich, und er hat auch eine gewisse Bauernsteuer. Der geht bis kurz vorm Abgrund, er geht nicht runter. Der hat eine gewisse Schleue. Komm, ja. Nein, man kann die Straße nicht hergehen, dann werden wir beschimpft und ja, ganz böse Schimpfwörter von draußen. Also er schreit dann, das möchte ich auch gar nicht sagen. Und ja, fangen wir nochmal an. Ja, also wir müssen über den Zaun, um nicht gesehen zu werden, sonst wären wir beleidigt, Hausruhe 9. Und wir wollen ja unseren Frieden, wir wollen ja Ruhe haben. Können Sie es denn? Wir haben uns richtig verschanzt, richtig. Ne? Ohne Verschanzung geht da gar nichts mehr. Entweder mit dicken Bäumen, die zusammenwachsen in den Jahren, oder noch eben halt die Holzzäune. Vom Wind. Ja, wir haben diesen Zaun hier dran gemacht, weil wir sonst nicht dahinter in Ruhe, im Frieden uns unterhalten können oder mal Kaffee trinken oder wenn wir mal hier alle zusammensitzen, dann grillen wir auch mal manchmal. Ja? Sonst, es muss hier zugemacht werden, sonst kommen Tomaten, Eier oder auch alte Pflaumen oder sogar Fischköpfe angeflogen und deswegen haben wir den Verschlag gemacht.
Welchen Sendern sind Sie? Morgen. Meine Herren. Pass auf, nur dass Sie beim Herrn dann mit drin sitzen. Und dass Sie danach eins kriegen. Das ist meine Entscheidung. Gut, ich kann Ihnen da nicht helfen. Aber ohne Gewalt. Wo wollen Sie jetzt hin? Wollen Sie noch mal klar oder wollen Sie jetzt? Aber er geht schon wieder weg. Also er hat sich gleich gut eingeführt. Was hat er denn gesagt? Ja, also ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr da drauf oder sowas in der Art. Es war sehr leise, ich konnte es nicht genau verstehen. Mehr kann ich. Also wir haben ja eine Vielzahl von Vorwürfen, die hier im Raum stehen. Und er hat sich im Prinzip zu allen Vorwürfen eingelassen. Wobei bei manchen sagt, das ist richtig, das habe ich gemacht. Und bei vielen sagt, das habe ich nicht gemacht. Und bei denen, die er gemacht hat, sagt er aber, ich bin provoziert worden. Es ist nicht von mir ausgegangen, sondern die Nachbarn haben mich provoziert. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, mal den Hintergrund zu wissen. Er selber hat über 60 Strafanzeigen gemacht. Nicht eine der Strafanzeigen ist verfolgt worden. Er ist von einem der Nachbarn angegriffen, verletzt worden. Auch diese Strafanzeige ist eingestellt worden. Erstaunlicherweise wird hier immer nur ermittelt gegen den Angeklagten und nicht für ihn. Er hat als 64-Jähriger wegen Beleidigung in Strafhaft gesessen. Mir ist nicht bekannt, ob sowas hier überhaupt schon mal gegeben hat. Was hier rauskommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben jetzt einen Verhandlungstag hinter uns. Wir haben noch zwei Verhandlungstage vor uns. Ich weiß es nicht. Wenn es zu einer Verurteilung kommt, eine Freiheitsstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt wird, das wäre das Ideal. Okay, viel schneller. Ruhig ein bisschen energischer. Ich hoffe, dass heute da irgendwie was rauskommt. Wird sich nicht ändern, aber nein. Er muss weg. Ja, das ist natürlich wahr. Ja, und ich habe gesagt, wir werden 2 Jahre und bestimmt Zeitpunkt. Da ist der ehemalige Vorsitzende von dem Angelverein, der ist gestorben. Ja, der Chef. Ja. Den Garten haben wir immer gesehen. Wie nur ich dazu komme. Ja, überleg mal, mein Mann kam nach Hause und erzählt. Ja, und wissen Sie, also, und morgen. Ja, was soll er mir angetan haben? Er hat mich seit Jahren belästigt durch Telefonanrufe zu jeder Tages- und Nachtzeit und natürlich auch die üblichen Beschimpfungen, Bedrohungen natürlich auch. Ich mache dich fertig, fix und fertig. Und ach, das heißt, Strafe müsste Therapie bekommen. Das ist das Entscheidende. Mit Strafe ist doch damit nicht geholfen. Therapie, und ich bin eigentlich, was den Erfolg der Therapie anbelangt, bin ich eigentlich ein bisschen skeptisch. Noch einmal, Gefängnis ist es nicht getan. Er muss betreut werden. In einem, ja, entweder so mal ein halbes Jahr weg. Das wäre für uns eigentlich alle das Optimale. Also ich muss sagen, gestern Abend war wieder die Hölle. Das war ganz schlimm. Also das war, wir haben die Polizei angerufen, ja, das war so, jetzt müsste ich lügen, 4, 5 rum. Und da war wieder High Life in allen Gassen bei uns oben. Und da haben wir die Polizei angerufen, die ist auch gekommen, aber so 5 oder 10 Minuten vorher war Schluss. Was hat er da genau gemacht? Laute Musik und dann ganz laut geschrien, JVA Horsti. JVA Horsti, und das geht dann so eine Viertelstunde lang, aber richtig extrem laut. Das will ich nicht sagen.
dass er irre ist. Er ist vielleicht irgendwie physisch nicht in Ordnung, aber dass er irre ist, glaube ich nicht. Also der Mann hat eine gewisse Bauernsteue für mich. Ich kann eigentlich nur sagen, aus der Kindheit her kenne ich ihn als ein guter Vater und er war schon bemüht, aber irgendwann, je älter ich wurde, umso mehr Veränderungen hat das angenommen und meine Mutter ist auch irgendwann mal sehr krank geworden und ja, zudem kam dann, dass mein Vater im Grunde genommen immer mehr ja, sich so entwickelte, wie er jetzt heute ist und ich erlebe das selber sehr oft, dass er eben halt so ist und sich im Grunde genommen mir gegenüber genauso verhält wie den Nachbarn, einschließlich meiner näheren Verwandtschaft, die er terrorisiert per Telefon, auch auf übelste Art und Weise und im Grunde genommen genau den gleichen Terror ausübt, wie er das mit den ganzen Nachbarn macht. Ich bin ein, ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen darf, ein Griechenficker. Ich bin eine Rotze, habe ich gesagt bekommen. Also im Grunde genommen das gleiche volle Programm, was mit der Nachbarschaft genauso herrscht. Und ich bekomme Schreiben, ich bekomme das Verbot, am das Grab meiner Mutter zu gehen. Ich habe dort nichts zu suchen, das würde meiner Mutter nicht gut tun. Ich habe absolutes Hausverbot. Und was ich überhaupt für ein Mensch wäre, nur es bringt nichts, im Grunde genommen diesen Mann einzusperren, wieder freizulassen, weil er lernt daraus nicht. Jeder hofft darauf, dass er daraus lernt, aber im Grunde genommen tut er es nicht. Er hat zwar ein paar Monate dann Auszeit und er holt sich irgendwo Kraft, keine Ahnung wo, und fängt von vorne wieder an. Haben wir denn da auch ein bisschen Angst? Mehr auch nicht. Was würden Sie jetzt dabei, dass Sie ihn jetzt sehen? Hass, mehr nicht. Für das, was er mir all die Jahre angetan hat und nicht nur mir. Und die Mutti hat das. Dem Angeklagten werden in diesem Verfahren ungefähr knapp 60 Tatvorwürfe gemacht. Überwiegend Beleidigungen, sind auch Körperverletzungen dabei, zwei oder drei, die er unmittelbar nach der letzten Verhandlung im Grunde genommen nahtlos weitergemacht hat. Es ist also nicht, dass dies also zum ersten Mal der Fall wäre, sondern der Angeklagte ist ständig in dieser Art und Weise tätig. Er hat bereits Freiheitsstrafe verbüßt, also ohne Bewährung, und steht auch derzeit zweifach unter Bewährung. Und das bedeutet für die Strafjustiz, man muss einschreiten, um dem Einhalt zu gebieten.